Heute war ich in der Offenberger Grundschule in Bergkam und in der Albert-Schweitzer-Schule in Schwerte zum Vorlesetag. Überall in Deutschland finden solche Vorlesaktionen statt und die sollen Kinder sensibilisieren für die Bedeutung von Lesen und sie ermuntern, weiterzumachen, im frühen Kindesalter auch weiter sich zu entwickeln und weiter zu lesen. Und die Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, dass viele Kinder ohnehin schon viel lesen, sehr viel Spaß daran haben und sich auch gefreut haben über diesen Besuch. Und ich will das gerne im nächsten Jahr wieder machen, dann an anderen Schulen. Und ich glaube, dass es eine sinnvolle Sache ist, eben mit so einer Aktion auch nochmal die Sensibilität fürs Lesen zu erhöhen. Und wir haben dann über Kinderrechte gesprochen in der Offenberger Grundschule, die ein Schülerparlament gebildet hat, was sehr ungewöhnlich ist für eine Grundschule, und damit das Menschenrecht, dass Kinder in ihren Angelegenheiten immer zu hören und zu hören sind und Mitspracherecht haben. Dieses Kinderrecht hat die Offenberger Grundschule in ganz besonderer Weise ernst genommen. Und ich freue mich darüber, dass wir über Kinderrechte diskutieren konnten. Und die Kinder haben sehr gut mitbekommen, dass es nicht nur darum geht, Kinderrechte zu kennen, sondern auch für sie einzutreten. Und da für Kinderrechte einzutreten, wo sie in Gefahr sind. In der Nachbarschaft, in der Familie, im eigenen Leib oder vielleicht auch im internationalen Kontext Solidarität mit Kindern zu üben, deren Kinderrechte bedroht sind. Und das fand ich einen sehr ermunternden Besuch und freue mich darüber, dass wir die Gelegenheit hatten, darüber zu sprechen. Und ich bin gespannt, was in einigen Jahren aus diesem Schülerparlament geworden ist und verspreche auch, weiter am Ball zu bleiben.